Ja, hallihallo, hier ist Christian Hinschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Hier ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und heute geht es um die spannende Frage: Gibt es sowas wie Seelenpartner? Hast du dich das auch schon gefragt? Stay tuned! Ja, genau, vorab noch, jetzt zum Zeitpunkt des Hochladens dieses Videos, gibt es noch 5 Tage meine Kurse Liebeschip Pro, die Selbstliebe-Challenge und den Detox-Kurs und danach verschwinden die erstmal für 3 Monate wieder, wenn du da noch zuschlagen willst. Und die nächste Selbstliebe-Challenge gibt es erst ab 1.1.20, also das dauert jetzt so ein bisschen. Genau, auch wenn du jetzt noch einsteigst, kannst du ganz normal einen Monat machen. Also das ist dann nicht auf 3 Wochen eingedrückt oder so. Kannst du in Ruhe buchen. Ja, jetzt aber nun zum Thema. Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme. Erstaunlicherweise, ne? Also beschäftigt scheinbar viele. Es liegt daran, dass man in diesen toxischen Beziehungen halt dieses mega Vertrautheitsgefühl hat, dieses Gefühl, also wenn wir nicht zusammengehören, weiß ich es auch nicht. Und ich sage ja auch immer gern, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die berühmte falsche. Ja, das ist ja auch schon mit drin, diese magnetische Anziehung, der man sich überhaupt nicht entziehen kann, irgendwie egal, was andere sagen und egal, wie crazy es läuft, man ist da erstmal gefangen und dann läuft es halt irgendwo schief, irgendwann ja oft, wenn du auf meinem Kanal bist und dann fragt man sich, ja, was ist denn da jetzt mit dieser Anziehung, sozusagen ist das vorgesehen, dass das funktioniert mit uns irgendwie und die Frage ist hochinteressant. Ist trotzdem, wie so oft, wenn man das aus einer höheren Perspektive betrachtet, sind die, wie soll ich mal sagen, die Erkenntnisse, die man da vielleicht hat, sind jetzt nicht immer so anders, wie wenn man es nur aus einer psychologischen Warte betrachtet. Also psychologisch ist es halt, erklärt man sich das halt so, man, was weiß ich, wenn man jetzt einen Narzissten datet, ist man vielleicht schon von einem Narzissten großgezogen worden. Es ist diese, man kennt es. Das innere Kind möchte, dockt sich da an, man möchte es, diese Wunde heilen. Und ja, das innere Kind war hinter Steuer und hält einen dann quasi drin in diesen Beziehungen so, ne? Mal kurz gesagt, ist ja auch in X-Videos, habe ich das ja auch beleuchtet bereits, diese Sache. Ja, ich bin mittlerweile der Meinung, ja, auch wenn man so will, gibt es sowas wie Seelenpartnerschaften. Das heißt, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, dass es einfach vorgesehen, dass wir dich treffen irgendwo hier in diesem Leben. Nur, das heißt jetzt nicht unbedingt, das heißt eigentlich nichts anderes. Das heißt nicht unbedingt, dass es vorgesehen ist, dass wir dich treffen, um jetzt wie in so einem Rosamunde-Pilcher-Film sozusagen immer ja bis ans Lebensende happy zu leben, ne? Also das kann es natürlich mal geben, aber nicht aber und es ist eben auch sehr oft ja, dass man halt aufeinander trifft, weil man halt korrespondierende Aufgaben hat, an denen man arbeiten darf. Also sowohl der Minuspol als auch der Pluspol haben ja häufig ein Riesenthema mit Selbstwert, Selbstliebe. Und dann trifft man halt aufeinander und ja, darf dann eben diese Aufgaben abarbeiten aneinander, weil man irgendwo ein perfektes Match ist für, also Pluspol, Minuspol passt halt genau. Und jeder so seinen Teil lernen darf, wobei eben, was ich ja immer wieder feststelle, Minuspole halt, ich meine, jeder kann mal im Minuspol sein, aber jemand, der eigentlich permanent im Minuspol ist, ist die Motivation immer nicht so groß. Aber natürlich hat jeder die Chance, an sich zu arbeiten, ne, in diesen Beziehungen. Ja, und diese magnetische Anziehung sorgt eben dafür, ja, wie soll ich mal sagen, also wo es keine Angst gibt, kann man keinen Mut lernen. Ne? Also wo es nicht diese Mega-Anziehung gibt und trotzdem läuft alles schief. Ja, also wenn diese Anziehung nicht da wäre, dann wäre es total leicht, da wegzugehen irgendwie. Und dann könnte ich halt nicht so viel
Selbstliebe, Autonomie, sonst was lernen, wie wenn eben weniger Anziehung da wäre, ne? Also es braucht diese Schwierigkeit, um einen maximalen, ja, Wirkung auch irgendwo zu erzielen von dieser Lernaufgabe. Das passt dann vielleicht nicht unbedingt, wenn man da knietief drin steckt. Also wie gesagt, hast du auch mal ein volles Mitgefühl. Ich kenne diese Situation, das ist total ätzend. Nichtsdestotrotz, ja, hängt man da halt drin, so im Schwerefeld dieser Beziehung, und muss da irgendwo seinen Weg finden. Und wie gesagt, diese Anziehung heißt, glaube ich, schon, ja, mit diesem Menschen darfst du jetzt was lernen, und das kann auch mal heißen, du darfst das ganz, dass es auch hält irgendwo und funktioniert. Aber es heißt eben auch super oft, ja, wir dürfen hier was lernen, und dann, wenn wir das gelernt haben, fliegt eben auch irgendwo unter Umständen die Beziehung auseinander, ne? Also wenn wir zum Beispiel lernen dürfen, Grenzen zu setzen, und wir haben jemand, der, was ja oft ist beim Thema Selbstliebe, und wir haben jemand, der in einer Tour unsere Grenzen überschreitet, dann dürfen wir lernen, diese Grenzen zu setzen. Und wenn der andere aber, ja, soll ich mal sagen, weiter die Grenzen überschreitet, dann fliegt eben die Beziehung dann an dem Punkt auseinander, ne? Also da kann man halt, das ist dann auch, ich will jetzt nicht sagen, dass es so vorgesehen ist, weil das ist ja nichts vorgesehen, wie es im Einzelnen genau läuft. So, auch wenn vielleicht wir alle von unserem Plan so bestimmte Punkte haben, die wir abarbeiten wollen hier. Aber ja, wenn du dann deinen Lernschritt gemacht hast und der andere, wie gesagt, hat ihn nicht gemacht, kann es halt nur weitergehen, ne? Mehr Möglichkeiten gibt es da irgendwo nicht. Und dann drin zu bleiben, heißt wiederum, ja, du hast deine Aufgabe eben nicht zu Ende gelernt, und bekommst du dann irgendwo auch immer wieder so, ne? Und wenn du in so einer toxischen Beziehung hängst und diese Aufgabe nicht lernst, also ich meine, es gibt da jetzt kein besser und kein schlechter, und keiner wird hier bestraft irgendwo, und ich bin auch überzeugt, dass jeder von uns unterschiedliche Sachen in seinen Rucksack reingepackt hat, und der eine vielleicht mehr, der andere weniger irgendwie. Aber ja, wenn du sozusagen noch diese Neediness hast, oder auch diese Bedürftigkeit, oder schlecht allein sein kannst, und ja, wer kann das schon super gut, ne? Dann bleibst du halt anfällig dafür, und selbst wenn du dich dann rausquälst aus so einer vielleicht toxischen Beziehung, unter Umständen mit einem neuen Partner, so als Krücke irgendwo, ja, dann bist du eben schnell wieder in einer neuen toxischen Beziehung und kriegst die gleiche Aufgabe mit einem neuen Gesicht halt, ne? Ich meine, das ist überhaupt nicht schlimm, ist auch überhaupt nicht, ich will auch überhaupt niemanden pushen hier, dass ihr das schneller machen sollt. Also es dauert halt so lange, wie es dauert. Da ist überhaupt nichts falsch dran. Aber ja, es gibt eben diese Menschen, die wir wahrscheinlich unvermeidlich treffen, und das heißt nur leider nicht, ab jetzt Rosamunde Pilcher, ne? Das wäre schön. Sondern es heißt, ja, Lernaufgabe. Und ja, das ist halt hier ein Abenteuerplanet, das ist ein Abenteuerspielplatz hier, und also mit 90 Jahre ausruhen ist hier irgendwie nicht, ne? Das ist hier nicht vorgesehen, offensichtlich. Ja, aber also insofern nutzt nicht diesen Begriff von Seelenpartnerschaft, bla bla bla, dafür in Beziehungen zu bleiben, die dir nicht gut tun, weil das ist dann auch. Also du willst es nicht, es ist auch nicht gewollt, dass du da krampfhaft bleibst irgendwie, sondern dass du deine Lernaufgabe erfüllst, und diese Anziehung hält dich halt lange noch da. Das ist auch, dass du auch deinen Teller mit deinem Brei wirklich bis zum letzten Löffel aufisst, ne? So ist das halt. Ja, genau. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen willst, schau auf liebeschipp.de vorbei. Da gibt es so diverse Kurse rund um Bindungsangst, Verlustangst, diese ganzen Themen, toxische Beziehungen. Habt ihr ja jetzt auch den neuen Trailer. Also danke nochmal. Der ist ja super angekommen. Hat mich echt total gefreut. Viel Schweiß, Blut und Tränen reingeflossen von unserem Team hier. Und ja, genau. Wir werden uns bald wiedersehen.